Übermut tut selten gut. Stimmt das? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast, zu einer weiteren Videosendung zum Thema jetzt Übermut. Übermut. Es gibt den deutschen Ausdruck, Übermut tut selten gut. Übermut ist auch interessant vom Etymologischen. Mut ist jetzt nicht nur Mut im Sinne von Kühnheit, sondern Mut heißt auch Gemütszustand. Man sagt auch Gemüt. So gibt es den Hochmut und es gibt auch den Gleichmut und so gibt es eben auch den Übermut. Übermut heißt, dass man irgendwo besonderen Enthusiasmus hat und dabei leichtsinnig wird. Und diesen Übermut, der kann einem manchmal in Probleme führen. Es ist auch mal gut, enthusiastisch zu sein. Es ist auch mal gut, voller Freude zu sein. Aber sei vorsichtig, wenn du übermütig wirst. Es gibt viele Formen von Übermut. Zum einen, eine Form von Übermut wäre, du hast eine Idee und willst sie sofort umsetzen. In den meisten Fällen ist es gut, vor einer wichtigen Entscheidung eine Nacht zu überdenken. Über einer wichtigen Entscheidung zu schlafen, sagt man gern. Zweitens, du kannst deine eigenen Fähigkeiten überschätzen. Du kannst denken, ja, das kriege ich schon alles hin. Und du lehnst die Hilfsangebote anderer ab. Auch das ist wieder eine Form von Übermut. Eine nächste ist, du denkst, du hast jetzt bestimmte große Etappen auf dem spirituellen Weg überwunden. Und du hast jetzt eine gute Stufen hast du erreicht. Und du denkst, du bist größer als andere. Dann wirst du vielleicht später feststellen, ja, Karma wird dir schon zeigen, wo du stehst. Man sollte demütig bleiben. Man sollte ruhig bleiben, indem man demütig ist und weiß, du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, was in deinem Geist noch kommen wird. Dann wirst du auch nicht übermütig. Und man sollte vorsichtig sein. Übermut kann auch heißen, dass man denkt, ja, mir kann nichts mehr passieren. Auf einer höheren Ebene stimmt das ja. Einem kann nichts passieren. Man ist das unsterbliche Selbst, eins mit der Weltenseele. Aber auf einer relativen Ebene kann schon noch alles Mögliche passieren. Daher, bewahre dich vor Übermut. Es ist gut, Freude zu haben, aber Übermut ist nicht so gut. Man erlebt es auch manchmal, dass Menschen unvorsichtig sind, dass sie irgendwo Vorsichtsmaßnahmen nicht beachten, dass 70-Jährige noch oder 60-Jährige anfangen, Skateboard zu fahren oder Inline-Skater. Das ist ganz schön und geht auch mal gut. Nur wenn ein 14-Jähriger fällt, ist nicht so schlimm, wie wenn ein 60-Jähriger fällt. Aber natürlich, Unfälle kann man auch nicht vermeiden. Ich hatte auch schon Fahrradunfälle und Ellbogen gebrochen. Das passiert, selbst wenn man vorsichtig ist. Aber man kann probieren, vorsichtig zu sein, ohne übervorsichtig zu sein. Man kann schauen, dass man aufpasst. Und man kann auch schauen, dass man auch auf seinem spirituellen Weg immer wieder schaut, was geht gerade in meinem Geist vor? Gerade Menschen, die längere Zeit auf dem spirituellen Weg sind und manchmal denken, sie haben etwas verstanden, die hören auf, an sich zu arbeiten. Und dann sind sie in gewissem Maße übermütig und merken nicht, dass sie stecken bleiben. In diesem Sinn stimmt immer wieder, Übermut tut selten gut. Aber ein bisschen Übermut ist auch nicht falsch. Ein bisschen grundlose Freude und einfach eine Gelassenheit, eine Leichtigkeit. Es gibt auch Kontexte, wo Übermut gut ist. Das waren einige Gedanken, die mir spontan eingefallen sind. Das sind ja jetzt alles keine vorbereiteten Vorträge. Ich habe einfach Plakate, wo etwas draufsteht und dazu sage ich dann, was mir gerade einfällt, wie es einfach aus mir herausfließt. Und da kannst du dann auch Gedanken machen, was für dich vielleicht das heißen könnte.